He looked at everything. Okay, das hat irgendwas bewirkt. Sehen wir uns mal um. I knew we were going to go up there, because I already jumped up there. Das scheint eine Luke zu sein. Sie könnte zu dem Wartungsgang führen. Ich muss sie nur noch irgendwie aufkriegen. Dude. Na, das wird ja lustig. Darf sie das auch? Ja. Welcome to the disposal hall. So viel zu meiner Hoffnung, dass es etwas derart Böses nur in der Milchstraße gibt. Eines weiß ich, das Böse blutet wie alles andere auch, also lassen wir es leiden. Hier drin ist außer uns noch was anderes. Ich fange langsam an, diese Viecher wirklich zu hassen. Wieso war es hier drin? Was ist mit ihnen geschehen? Ein toter Salarianer. Er muss in diese Schächte entkommen sein. Und dann... Haben sie ihn von diesem Tier jagen lassen? Verdammt. Bastards. I just don't get why. I don't get it. Hier spricht Raker. Einige unserer Leute sind noch am Leben. Ich bin jetzt zu ihnen unterwegs. Captain Hager, wie ist ihr Status? EMP ist einsatzbereit. Wir haben die Quartiere des Archons fast erreicht. Halten Sie sich bereit. I mean, this is a trap, right? You can stand up there and, you know, mock us. Something's gonna fight us in here. You know it. Ist das ein Krokaner? Nicht mehr. Das muss einer meiner verschwundenen Späher sein. Keine Ahnung, welcher. Die DNA ist kroganisch, aber drastisch verändert. Die Cat stehen eindeutig kurz davor, den Aufstieg der Spezies abzuschließen. Ich fange an, die Kerle zu hassen. Ach, jetzt erst. Da wären wir. Captain Hager, Ryder hier. Wir haben das Allerheiligste des Archons erreicht. Verstanden.
Geben Sie uns Bescheid, wenn wir den EMP auslösen sollen. Er müsste die Geschütze deaktivieren. Alles klar. Okay, Leute. Wir suchen nach einer Reliquie der Relikte. Es ist eine Karte von Meridian. Was denken Sie? Wieso? Es ist ein Reliktartefakt. Allerdings nicht die Reliquie, nach der wir suchen. Das ist eine kleine Box of Toys, ist es? Der Archon wird mächtig angefressen sein, wenn wir das schaffen. Gut. Wir müssen ihn aufhalten. Nach allem, was wir auf diesem Schiff gesehen haben, droht dem gesamten Cluster der Genozid. Der Archon hat dieses Artefakt intensiven Tests unterzogen und es dabei beschädigt. Es hat keinerlei Nutzen mehr. Da ist die Salarianische Arche. Das wird eine verdammt enge Nummer. Oh, we'll manage it, all right. Might have to kill a man. Dieses Objekt dient keinem nützlichen Zweck. Es ist das Relikt-Äquivalent von Müll. Der Archon hat keine Ahnung, was dieses Zeug ist. Oh yeah, the dude doesn't know dick about what he's doing. I thought that was obvious. There we go. Pathfinder, diese Reliquie hat die Moschei beschrieben. Es ist tatsächlich eine Karte. Ich lege sie über diejenige, die wir auf Eos entdeckt haben. Koordinaten erfasst, Pathfinder. Das ist also euer Ziel. Meridian ist mehr, als dir bewusst ist. Das Wetter ist nur ein Bruchteil seiner Macht. Und ich lasse nicht zu, dass du es entweißt. So wie Sie nicht zugelassen haben, dass ich aus Ihrer Falle entkomme. Das war's nicht du. Es war die künstliche Intelligenz in deinem Kopf. Ich habe gesehen, was im Labor geschehen ist. Und weiß jetzt, was dich so besonders macht. Meridian gehört mir. Ich habe dich lange genug getragen. Sobald eure Schiffe zerstört sind, sitzt ihr hier fest. Captain, EMP abfeuern! Erledigt! Oh dear. Das klingt nicht gut. Oh dear, that's fucking... That thing's a tank! Der Kerl bedeutet Ärger! Bleiben Sie auf Abstand und verpassen Sie ihm alles, was Sie haben! Das sind meine Leute, an denen Sie da rumfuschen! Das
Hier Captain Hatcher. Wir haben den ERP ausgelöst. Ja, wissen wir! Breaker versucht noch immer, die Gefangenen zu befreien. Und dabei wünsche ich ihm viel Glück. Das ist allerdings gerade kein guter Zeitpunkt für eine Unterhaltung. Ja, Sie klingen beschäftigt. Lass es Ihnen ruhen. He's got a fucking AOE plasma shotgun. Scheiße! So langsam wird's brenzlig! Halten Sie einfach Abstand! This thing is a fucking tank! Shield's gone. I mean, I fought them in the multiplayer. I didn't know where they came from. Now I do. Pathfinder, Sie müssen das Schiff verlassen. I mean, we got the star map, but I'm assuming he's going to have a recording of the star map as well. Scheint noch okay zu sein. I did not like fighting that thing. Einen Moment, Pathfinder. Ich empfange kroganische Lebenszeichen an Bord des Schiffes. Nicht weit von ihnen entfernt werden mehrere Gefangene festgehalten. Sie sind für den Aufstieg vorgesehen. Verdammt, das könnte der Rest meiner verschollenen Speer sein. Sam, kommen wir noch rechtzeitig dorthin, bevor die Kette die Energieversorgung wiederherstellen? Wenn Sie sich beeilen, ja. Ryder, hier ist Raker. Ich sitze fest. Wo sind Sie? In der Nähe von Zellen, in denen mehrere meiner Leute festgehalten werden. Sie sind noch am Leben. Ich habe Captain Hager befohlen, auf die Arche zurückzukehren. Sie hätten ihn begleiten sollen. Ich konnte meine Leute nicht einfach zurücklassen. Aber ich schätze, es ist vorbei. Von einem Pathfinder. Oh, don't make me pick. Leben Sie wohl. Raker, Ende. Verdammt nochmal! Ihnen bleibt nicht genug Zeit, um beide zu retten. Sobald die Kette die Energieversorgung wiederhergestellt haben, sitzen sie in der Falle. Ryder, meine Speer. Oh no. I need the Pathfinder though. I don't want to fight any more of those things, but I need the Pathfinder. But I don't want to fight any more of those things. But I need the Pathfinder. But I don't want to fight any more of those things. But I need the Pathfinder. But I don't want to fight any more. Oh, fuck me. I'm gonna take the Pathfinder. Nachladen. Wir holen Raker. Es tut mir leid, Drac. I'm sorry, dude, but I need the Pathfinder. I'd actually rather save your guys. Pathfinder, was machen Sie denn hier? Raker, wir konnten Sie nicht einfach hier zurücklassen. Danke. Meine Leute sind am Ende des Tunnels. Aber er ist voller Kett. Dann kämpfen wir uns durch. Wir holen Ihre Leute und verschwinden von hier. Und lassen die Kroganer zurück. Drac. Keine Angst, ich werde alles erschießen. Oh, that's a horrible choice. Gehen wir.
Pfadfinder. Wir haben die Karte, versuchen aber noch einige Gefangene zu retten. Diese Kettgeschütze werden nicht ewig offline sein. Ja, ja, ich weiß. Geben Sie uns einfach Bescheid, falls sich was ändert. Sie erfahren es als Erste. Callow, Ende. I'd rather have a Pathfinder, but I don't want to... I really, really, really don't want to fight that Krogan thing again. I'm gonna have to, aren't I? Yeah, here we go. Wenn Sie das etwa zielen, Salarianer, wie wär's, wenn Sie auch mal was treffen? Ich bin zu beschäftigt, damit Ihnen Rückendeckung zu geben. Das Kettschiff versucht, die Energieversorgung wiederherzustellen. Scheiße! Die Geschütze werden in Kürze wieder online sein. Verstanden. Haben das alle mitgekriegt? Ich schieße ja schon so schnell ich kann. I'm getting my ass kicked here. This thing needs to die. This thing really needs to die. Drag go. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das war der letzte. I am so sorry, Drac, and I really do owe you an apology. There was fuck all I could do there, though. That probably means they're gonna have an assload of Krogan super, whatever the hell those things were. Holen wir sie da raus. I'm just checking the corners. Die Schiffsenergie der Kette ist bald wieder hergestellt. Tempest, wir gehen nach oben. Halten Sie sich bereit. Verstanden. Danke, Ryder. Noch sind wir nicht sicher. Your money shot right there. Ryder, wir müssen jetzt los.
I did not like that Super Krogan. I did not like that Super Krogan at all. Shit, they're gonna have more of them now, aren't they? That thing would not die. Ein Team wird die Arche zur Nexus eskortieren. Man wird sich dort bestimmt freuen, sie zu sehen. Nochmals danke, Ryder. Außerdem muss ich mich entschuldigen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja? Ich hätte mich nicht bei Ihnen melden sollen, um mich zu verabschieden. Sie mussten eine Entscheidung treffen und ich habe Ihnen dadurch zu viel Druck gemacht. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Wäre es um die Hyperion und mein Volk gegangen, dann hätte ich mich bei Ihnen gemeldet. Freut mich, dass Sie das sagen. Für uns Pathfinder ist die Grenze zwischen dem Dienst an unserem Volk und dem für das große Ganze verschwommen. Ich bevorzuge klarere Linien. Ich fürchte, davon gibt es in diesem Beruf nicht allzu viele. Das fürchte ich auch. Wie auch immer, das salarianische Volk steht für immer in Ihrer Schuld. Yeah. Beweisen Sie's. Das werden wir. Drac. Es hat Ihnen nicht gereicht, die ganze Arche zu retten, hä? Sie mussten unbedingt noch ein paar mehr Salarianer rausholen. I might lose his loyalty here. Kompliziert? Nein, ist es nicht. Dass Sie meine Späher zurückgelassen haben, bedeutet für Sie ein schlimmeres Schicksal als den Tod. Und Sie sind nicht derjenige, der es dem Rest meines Clans erklären muss. Es war eine schwierige Entscheidung, Ryder. Aber Sie haben einen bedeutenden Sieg errungen. Ihr Vater wäre stolz auf Sie. Mag sein, aber darauf kommt es nicht an. Ich bin einfach nur froh, dass es dem Team gut geht. Obwohl ein solcher Schlag ins Gesicht den Archon nur noch gefährlicher machen wird. Oder leichtsinniger. Ihr Vater hat andere gerne aus dem Gleichgewicht gebracht. Er war der Meinung, die Würdigen würden dadurch lernen, mit Widrigkeiten besser umzugehen. Und die Unwürdigen? Würden daran zerbrechen. Ich überlasse sie ihren Gedanken. Bei allem Respekt, Archon, diese Faszination für Meridian muss enden. Es ist der Schlüssel zu unserer Zukunft, Primus. Der Mensch kennt seine wahre Macht nicht. Selbst wir verstehen sie nicht vollständig. Unser Befehl lautet, diesen Cluster aufsteigen zu lassen. Nicht die Relikte zu studieren. Es gibt Zweifel an ihrem Urteilsvermögen. Zweifel von allerhöchster Stelle. Sie werden schon bald ausgeräumt sein. Mit Meridian können wir jede Welt dieses Clusters in eine Ödnis verwandeln. Entweder unterziehen sich die Subjekte dem Aufstieg, oder sie werden ausgelöscht. Dieser Pathfinder hat die Tür geöffnet. Jetzt müssen wir als Erste hindurchgehen. Wir müssen Meridian vor ihm ergreifen. Wie alle niederen Wesen hält es eine Schlacht für den Krieg. Es kennt weder seine Schwächen noch sein Potenzial. Der Archon kennt meine Erinnerung durch mein Implantat? Unsere Verbindungen waren weit offen, als Sam sie getötet hat. Wir haben ihn einmal geschlagen und werden es wieder tun. Mobilisieren wir die Nexus und holen uns Meridian. I feel really bad about those Krogan. I feel really fucking bad about those Krogan. Check my email. Dissension in the ranks. Check my email. I think Nakmor Drak is going to punch me in the face. Pathfinder. Because I left his dudes to die. In ihrem E-Mail-Eingang. Ich
hoffe, die Salarianer finden sich auf der Nexus. Okay. I'm gonna run over a little bit here because I'm actually quite worried about Drac. Wir sind nach Andromeda gekommen, um unseren Beitrag zu leisten. Das lassen wir uns von den Ketten nicht nehmen. I'm hoping he's gonna be in his usual hidey hole. Medbay. Medbay? So my alarm's gonna go off because we've run over. Bewegen Sie noch mal Ihren Arm. Die Daten werden sich nicht ändern, Doc. Die Synchronisierung Ihrer Prothesen ist einwandfrei. Hm. Ihr neuropathie-induziertes Schmerzniveau ist gleichbleibend. Hey, ich bin daran gewöhnt. Es ist okay. Nein, es ist nicht okay. Seien Sie bei Ihren Kämpfen vorsichtig. Verstanden. Was Organredundanzen angeht, ist bei Ihnen nicht mehr viel übrig. Nein, schon okay. Das stört mich nicht. Ist alles in Ordnung? Das hier sieht bedenklich aus. Es ist bedenklich, aber das wusste er auch schon vorher. Was soll das heißen? Es geht ihm gut. Er ist einfach nur alt. Und er hat zu viele Körperteile verloren. Leider nicht auch seinen Dickschädel. Sie lieben mich doch genauso, wie ich bin, Doc. Oh, wehe, Sie rühren sich von dem Tisch weg, bevor der Scan abgeschlossen ist. Darf ich fragen, was passiert ist? Seite, Hüfte. Ein Teil meines Beins. Belastungskompensatoren entlang der Wirbelsäule. Alles Prothesen und Implantate. Das sind ganz schön viele. Ich habe die kroganischen Rebellionen überstanden. Den Zerfall meiner Kultur miterlebt. Jahrhunderte als Söldner und jede Menge Piratengaunereien überlebt. Ich habe 1000 Jahre Kampferfahrung und alles, was nötig war, war ein Idiot mit ein paar Splittergranaten. Das muss hart gewesen sein. Ja, es war ziemlich übel. Ich hatte ein paar dunkle Momente. Mein Körper hat ein Implantat nach dem anderen abgestoßen. Die Prothesen haben sich nicht vernünftig synchronisiert. Ich hatte überall Schmerzen. Heftige Schmerzen. Die ganze Zeit. Und nichts hatte mehr einen Sinn. Wie haben Sie das überwunden? Gar nicht. Ich bin in dieses tiefe, dunkle Loch gefallen. Doch plötzlich taucht irgendwo ein Schamane auf und legt mir dieses winzige Baby auf den Schoß. Die hier stirbt, sagt er.
sie ist die Mühe nicht wert, sagt er. Was er gemeint hat, war, sie ist nutzlos. Das ist ja schrecklich. Es ist realistisch, kroganisch. Und es gab meinem Leben wieder einen Sinn. Es ging nicht mehr nur um mich. Also habe ich mir Hilfe gesucht. Ich habe gelernt, für mich selbst und für sie zu sorgen. Und sie hat für mich gesorgt. Sie haben einen Weg zurück ins Leben gefunden. So ist es. Auch wenn es für keinen von uns leicht war. Ich bin alt und festgefahren. Und Cash, seit sie sprechen kann, wollte Cash schon immer alles verändern. Cash großzuziehen hat mich etwas Wichtiges gelehrt. Und Sie werden mir alles darüber erzählen, nicht wahr? Verdammt richtig, das werde ich. Eltern sind kein Ziel, sondern die Startlinie. Welche Richtung ein Kind anschließend einschlägt, liegt allein bei ihm. Vergessen Sie das nie.